Hey, wie geht's? Das ist der Matthias Blattmann und in diesem Video zeige ich dir ganz, ganz kurz, wie du so kleine Hautunreinheiten kannst entfernen mit dem Photoshop. Ihr seht, hier ist das Bild geladen und in diesem Film schauen wir an, wie wir das entfernen. Gut, also wir sind jetzt hier im Photoshop inne. Ich nehme mir da den ersten Bereichsreparaturpinsel, Ctrl-J, könnt ihr auch machen. Genau, und dann drücken wir da einmal drauf. Ein bisschen mehr kann man schon drücken. Drücken wir einmal drauf und dann ist die Stelle eigentlich schon entfernt. Du siehst es, da oben. Und da jetzt auch noch so einen. Recht mühsam, hä? Wenn man irgendwelche Hautunreinheiten hat, Pickel, Ausschläge, sonst irgendetwas, das geht eigentlich ganz, ganz simpel, wie man das entfernen kann. Und ich zeige dir in dem Video, wie das funktioniert. Nämlich in der Nachbearbeitung, in der Fotoretusche. Dass wir aber ein Bild haben von mir, das wir retuschieren können, respektive das schnell entfernen, machen wir doch schnell zuerst ein Foto. Ich habe jetzt gerade ein Bewerbungsfotoshooting gehabt. Ich übernehme doch jetzt einfach gerade das Set 1 zu 1, wie es da steht. Und mache mich halt schnell ein bisschen kleiner. Dann siehst du nachher gerade, wie du das auch machen kannst, wenn du sehr grosse Leute hast oder riesige Leute, die du fotografieren musst. Der zweite kleine Trick, den ich machen muss, ist, du siehst vielleicht hier hinten, ich habe das Tethering-Kabel schon drin und das ist jetzt im Moment, weil ich noch ein älteres Kabel habe, der gleiche Anschluss wie der Selbstauslöser. Darum habe ich einen kleinen Trick. Ich nehme jetzt einfach meine Maus, tue das positionieren auf meinem Bildschirm, dort, wo die Auslösetaste ist. Und nachher nehme ich die Maus dafür zu mir als Set und drücke dort, um das Bild auszulösen. So, das ist immer so eine Sache. Ist sie noch drauf? Ja. Du darfst nachher die Maus einfach nicht mehr bewegen und nie nicht zu nachher kommen. Dann machen wir doch das Bild mal. Hier der kleine Trick, wenn man mit den Beinen sehr breit steht, das eignet sich mehr für Männer, weniger für Frauen mit Kleidern oder Röcken. Da kann man wirklich schön so tief runtergehen, wie man muss. Sich schön positionieren für das Bild. Ich muss da noch ein bisschen führen. Die habe ich auch ein bisschen nach. Gut, super, so positionieren. Und jetzt eben durch mit der Maus auslösen. Jawohl, da bin ich gut drauf. Und meine Pickel und alles sind auch super drauf. Machen wir noch eins, wo wir noch mehr vom Gesicht haben. Gut, ich würde sagen, wir nehmen einfach gerade das Bild, es geht ja wirklich um die schnelle, einfache Bearbeitung und ohne, dass ich viel Blabla mache. Nehmen wir das JPEG, das direkt aus der Kamera kommt, tun das bearbeiten und ich zeige euch jetzt, wie man das entfernen kann, ohne dass man etwas sieht, dass dort etwas umeinander war. So, jetzt sind wir hier auf dem Gerät von mir drauf. Ich würde sagen, nehmen wir das Bild. Also, beim Capture One tun wir jetzt gar nicht gross etwas machen, beim JPEG. Wir lassen das jetzt einfach so, ich aber ganz, ganz wenig Belichtung noch rauf. Ganz fein und noch ein bisschen Kontrast her. So, dann gehen wir rechte Maustaste, bearbeiten mit oder Photoshop. Gut, also wir sind jetzt hier im Photoshop inne. Und ihr seht, wenn wir jetzt auch näher hergehen, super schön, he? Sehr schön, eben genau das, was man nicht will, bei einem schönen Porträtfoto und so weiter. Rasieren ist etwas anderes. Das hätte ich natürlich jetzt am Abend noch mal machen für euch, aber das lassen wir jetzt bleiben. Jetzt kommt aber eigentlich der Quick-Tipp oder der Hack, wie ich so Sachen entferne. Und zwar auf der linken Seite seht ihr da den Bereichsreparaturpinsel. Wenn ihr den nicht gerade sofort seht, bleiben 3 Sekunden auf dem Fenster drauf und dann könnt ihr auswählen, welchen ihr wollt. Ich nehme immer da den ersten Bereichsreparaturpinsel, Ctrl-J, könnt ihr auch machen. Und dann ist wichtig, dass ihr ihn wirklich so klein wie möglich anpasst. Ich kann jetzt auf 68%, mache noch ein bisschen kleiner. Genau, und dann drücken wir da einmal drauf. Ein bisschen mehr kann man schon drücken. Drücken wir einmal drauf und dann ist die Stelle eigentlich schon entfernt. Wenn wir da ein bisschen näher hergehen, tun wir da schon durchfahren. Genau, und ihr seht, das ist wirklich sehr schön und einfach angepasst, ohne viel hin und her. Du kannst natürlich außerdem die Rötungen auch noch gerade einen Weg machen, wenn du etwas hast. Ihr seht oben, ich habe jetzt auf normal eingestellt, inhaltsbasiert.
und nicht alle eben aufnehmen. Und wenn man das jetzt nicht weiss, man kann da auch wieder ein bisschen die Rötung außenrum anpassen. Aber wenn du jetzt von weitem oder einfach, ich sage mal, im normalen Modus das Foto anschaust, dann würde ich sagen, sieht das super aus. Dann merkt niemand, dass dort irgendwelche wirklich auffällige, sehr auffällige rote Punkte gewesen sind. Das Gleiche kannst du natürlich auch mit kleineren Hautunreinheiten machen. Wenn du jetzt hier schnell drauf fährst, dann haben wir noch ein bisschen kleinere Sachen. Dann kannst du das auch noch wegmachen, aber das sind so kleine Details, die je nachdem belieben ist. Mit Muttermalzen-Sachen oder die Sachen, die zu einem gehören, lade ich immer drauf. Aber um dir zu zeigen, check einen Klick mit dem Bereichsreparaturpinsel und das ist weg. Real, natürlich authentisch, wie man es so schön kann sagen kann. Und jetzt musst du noch schnell das Ganze zuschneiden. Und dann haben wir doch ein wunderbares Porträtbild für irgendetwas. Für das nächste Mal, wenn du irgendetwas machen willst, realisieren und so weiter. Was meinst du? Gute, schnelle, einfache Sache. So, super Sache. Ihr seht tipptopp das Porträtbild, das wir hier haben. Jetzt gehen wir da nicht noch pinkele Sachen machen. Lassen wir das doch einfach so nachher abspeichern, dort, wo du es gerne möchtest. Und dann würde ich sagen, ist das tipptopp. Voilà, da seht ihr das Vorher, da seht ihr das Nachherbild. Wir können das noch schnell nebeneinander her tun. Ihr seht, wir sollten es vielleicht noch ein bisschen kleiner machen. Die beiden Bilder oder respektive den Ausschnitt könnten wir noch ein bisschen anpassen. Wenn wir den auch schnell ein bisschen anpassen, den Ausschnitt. Und ihr seht jetzt ganz genau, da, wenn man schaut, das schöne, der schöne Pickel. Und auf der rechten Seite sieht man, wenn man genau her schaut, sieht man den Unterschied. Aber wenn man ganz genau her schaut, sieht man wirklich überhaupt keine Hautunreinheit mehr. Und ein wunderbares Porträtbild gibt es. So, du siehst, es ist wirklich sehr simpel und einfach, so etwas können zu entfernen. Beim Video ist es etwas komplizierter, darum sehe ich jetzt immer so aus. Das kannst du nicht einfach schnell photoshoppen. Jetzt würde mich freuen, wenn ich dir helfen konnte mit dem ganz kurzen, spontanen Input und Tipp. Wenn du ganz neu bist auf meinem Kanal, abonnier doch den bitte. Mir fehlen etwa 999'000 Abonnenten. Ich freue mich extrem, dich das nächste Mal wieder zu sehen. Wenn dir es gefällt, einen Daumen nach oben. Wäre super. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, jetzt können wir eigentlich das Studio wieder umstellen. Nämlich der nächste Kunde, den ich habe, ist ein bisschen grösser. Dann müssen wir das alles auch wieder ein bisschen aufmachen. Tipptopp, würde ich sagen. Wunderbar. Das Stativ ein bisschen rauf. Reflektor. Oh, kommt gut. Gut, Kamera rauf und dann haben wir es.